Die Einstein-Rosen-Brücke oder das Wurmloch für Zeitreisen? In der Astrophysik oder den Weiten des Universums gibt es kein Ende von Raum und Zeit. Raum und Zeit können aber durch die Schwerkraft so stark gekrümmt werden, dass Gegenwart und Vergangenheit sich begegnen, dass hier und dort miteinander verschmelzen. Für eine solche Begegnung muss man aber ein sogenanntes Wurmloch finden und hindurchschlüpfen. Wurmlöcher sind eines der größten Rätsel, die Albert Einstein und sein Kollege Nathan Rosen uns 1935 in ihrem Artikel in The Physical Review mitgegeben haben. Beobachtet oder experimentell bestätigt werden konnten Wurmlöcher bisher allerdings nicht. Wurmlöcher sind gedachte oder theoretische Öffnungen in der Raumzeit, durch die man sehr schnell zu sehr, sehr weit entfernten Orten gelangen kann. Zum Beispiel von unserem Universum in ein fremdes außerirdisches Universum. Die Brücke zwischen zwei Universen, die sogenannte Einstein-Rosen-Brücke, ist das Wurmloch, durch das man schlüpfen kann, wenn man von einem Universum in ein anderes kommen will. Leider sind die Einstein-Rosen-Brücken aber sehr instabil und haben nur eine äußerst kurze Lebensdauer. Ein Raumschiff könnte demnach einen solchen Wurmlochtunnel nur schwer benutzen, denn kaum ist er entstanden, bricht er schon wieder unter seiner eigenen Schwerkraft zusammen. Das gilt aber nicht für das Modell der Einstein-Rosen-Brücke der Künstler Julius Schmiedl und Michael Schmidt. Ihre Eisenbahn startet in einem Universum, verschwindet im Wurmlochtunnel und erscheint in einem anderen Universum.